Dazu habe ich als erstes das Lenkrad über die Lenkradverstellung rausgezogen und nach unten gedrückt. Als nächstes müsst ihr mit einem kräftigen Ruck an den beiden Seiten dieser Verkleidung ziehen, welche ihr dann rausklappen könnt und auch unten vom Lenkrad abmachen könnt. Ist aber optional, ihr könnt euch die auch einfach hier beiseite legen und kommt dann an die Schrauben ran. Die beiden Schrauben hier links und rechts unten dreht ihr dann mit einem Torx 20 Schraubendreher raus. Ist ein bisschen fummelig, aber sollte in 5 Minuten erledigt sein. Mein kleiner Tipp, die letzten Millimeter der Schraube dann lieber mit zwei Fingerspitzen rausdrehen und festhalten, sonst fallen die gerne mal in die Verkleidung rein. Mit großen Händen auch nicht gerade einfach, aber dennoch machbar. So, das Kombi-Instrument ist nun frei und könnte nun ausgebaut werden. Wichtig vorher bei Arbeiten an der Elektronik, die Batterie abklemmen. Beziehungsweise einen Pol der Batterie zumindest abklemmen und den auch isolieren, dass der nicht wieder zurück auf den Pol schnappt und ihr nicht mittendrin wieder Strom drauf habt, irgendwelche Funken entstehen oder sonst was. So, ihr seht, der Wagen ist stromlos. Also kann das Ganze weitergehen. Bitte bedenkt auch, dass er danach die Uhr wieder neu einstellen muss und die gefahrenen Kilometer natürlich nicht mehr angezeigt werden und das Ganze auf Null steht. Um die Stecker auf der linken Seite blau, auf der rechten Seite grün lösen zu können, müsst ihr mit einem Schraubendreher unten die pinke oder rosafarbene Verriegelung beiseite drücken. Da ist ein kleiner Widerhaken, wenn ihr da drüber seid. Könnt ihr auch mit eurem Finger weitermachen. Ich muss mit der einen Hand die Kamera halten, ist gar nicht so einfach. So, beiseite drücken, danach einfach den Stecker abziehen. Auf der rechten Seite genauso, allerdings dahinter, logischerweise. Ihr wisst ja, Widerhaken beiseite drücken oder eben die Verriegelung abhebeln. Den Schritt mit dem Schraubendreher überspringe ich allerdings hier, denn Kamera auf Stativ halten und hebeln ist hinten sehr schlecht. Also wieder die Verriegelung beiseite drücken. Vollständig beiseite drücken vor allem. Und auch den Stecker lösen. So, und jetzt kann der Tacho herausgenommen werden. Bei manchen Tachos müsst ihr darauf achten, da ist hier auch noch ein Stecker für die Multifunktionsanzeige.